you want to tell everyone about it, you know? And what the most reaction is anger. The people doesn't really want to hear about it. And also suddenly you are in a situation where you're not believed anymore. I just couldn't stand the wireless anymore. There was just wireless everywhere. And I talked to a friend I'd known at the Environmental Health Center in Dallas, Texas. I said, where do you go? Everywhere is wireless now. There's nowhere to escape. Ein schnurloses Telefon wurde angemacht im Nebenraum, irgendwann ohne, dass ich es natürlich wusste. Und dann wurden gewisse Parameter abgenommen, Blutzirkulation und solche Dinge. Und da wurde halt festgestellt, dass ich hochelektrosensibel bin. It was a very strong and burned kind of needle feeling in here, where I hold the phone. And then when I took away the phone, it disappeared. And when I took it closer to me, it came back to the pain. L'électrosensibilité, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une allergie? Qu'est-ce que c'est? J'ai une bonne condition physique, tout fonctionne bien. Sauf que si je suis irradié par un environnement qui n'existe pas dans la nature, créé par l'homme, qui devient inapproprié pour la vie de l'homme. Die Menschen erleben einen dann und finden einen toll und was weiß ich nicht, aber das Problem ist, wenn das dann alltäglich wird, das Problem, dass ich eben nicht rausgehen kann so normal, dass ich eben wie in so einem kleinen Gefängnis sitze. Und das möchte man einfach keinem aufbürden, möchte man einfach nicht, jedenfalls ich nicht. Die Bilder, die gezeigt werden, sind ja meist von Menschen auf der Wiese mit ihrem Laptop glücklich in der Sonne. Aber da wird ganz bewusst so eine Desinformation betrieben, dass man eben sagt, es ist eigentlich natürlich, dass man alles kabellos hat und dass alles verfügbar ist und dass alles aus der Wolke kommt. Aber das ist es eben nicht. Thank you.